Konnichiwa, meine lieben Freunde. Heute machen wir Sushi. Ich hasse Sushi. Dafür benötigen wir an allererster Stelle Reis. Es ist sehr, sehr schwierig in fucking Gießen was für Sushi zu finden, ja. Sushi-Reis, gibt es nicht. Milchreis klebt. Dann die Nori-Blätter. Zweimal, weil ich dachte, das wäre zu wenig vielleicht. Eigentlich nur Ingwer. Surimi. Surimi, ready to snack. Keine Ahnung, was das sein soll. Blöderweise gibt es um diese Jahreszeit keinen frischen Fisch. Was ich auf jeden Fall kochen werde, ist hier so eine Wildgarnele. Die packen wir nachher aus. Normalerweise machst du halt richtigen Lachs. Ich habe jetzt mal einfach irgendeinen Lachs geholt. Das ist geräucherter Lachs. Keine Ahnung, ob das damit geht. Wichtig bei Fisch ist, da müsst ihr fragen, ob ihr den roh essen könnt. Davon kochen wir Sushi-Reis. Soll ich schaffen. Die Kochanleitung für den Sushi-Reis finden Sie hier. Shit. Kann ich da jetzt klicken? Ich weiß noch nicht ganz, wie viel Sushi ich kochen will. Oder Sushi, wie auch immer. Ich will auf jeden Fall die drei Variationen machen, die im Rezept stehen. Ich sag mal, das sind 4 Tassen Reis. Ah, fuck. Das muss man ja vorher sieben, ne? Da stand, der Reis soll auch gesiebt werden, oder? Ah, Ascho. Ach komm. Machen wir richtig. Nee, können wir nicht. Doch, können wir wohl. Nee, der hat jetzt ja schon Wasser aufgenommen. Nee, funktioniert nicht. Bleibt jetzt einfach mal so. Wieso ist da schwarz drin? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sagt meine Oma ja schon immer, ne? Ist doch schon alles hart belastend hier. Zeug hier überall dran. Probier mal, ob der schon weiß. Also ich sag mal so, liebe Schnittchen, das wird nicht besser. Das ist jetzt so eine, ja, klebrige Suppe. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll jetzt. So eine Scheiße. Macht das überhaupt Sinn, was ich da gerade mache? Dieses klebrige Wegspülen? Heilige Scheiße, ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Und vor allem, wie viel Reis soll ich denn essen? Der Reis ist fertig. Hab ein bisschen geschwappt, aufgeschissen. Danach wieder sauber. Wo stand denn bei der Einkaufsliste was von Sushi-Matte? Ja, haben wir nicht. Man bräuchte eigentlich eine Sushi-Matte. Ja, aber eine Sushi-Matte hat ja kein Mensch. So, was ich jetzt aber hier habe, ist so ein Ding. Da ich ja nicht so eine geile Rollmatte habe, würde ich jetzt Alufolie nehmen. So, ich habe erst darüber nachgedacht, eine Mauspad zu nehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also nehmen wir Frischhaltefolie und Alufolie. Aber das Rollen kann ja echt nicht so schwer sein. Und dann können wir auch schon ein bisschen weiter vorbereiten. Ich weiß, die Avocado hat einen Kern. Ich würde die jetzt erstmal halbieren sozusagen. Also einmal um den Kern rumschneiden. So. Komm schon. Okay. Erstmal machen wir jetzt die Garnelen fertig. Solche sind das. Rotschwanzgarnelen oder so heißen die. Wasser aufsetzen. Weil das kochen wir natürlich jetzt erstmal, weil das kann nicht roh sein. Seit wann ist Sushi nicht roh? Seitdem, das sind auf jeden Fall harte Gummistängel. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn man so eine Dingens kocht, eine Garnele, dann wird das ja blöderweise, dann kriegelt die sich so ein, ja. Ich hab mal gesehen, dass man die so einspießen kann und dann bleiben die gerade. Also wir haben ja einerseits Garnelen. Der Thunfisch. Oh. Der Thunfisch ist für die Nigris. Guck mal, das sind ja schon 4 Nigris, Alter. Ich werd so. Wahrscheinlich sind die ja viel zu groß. Und was haben wir noch? Den Lachs. So, den brauchen wir in Streifen. Ups. Ups. Soll ich mal mitzählen, wie oft du Ups sagst? Sag ich echt sehr häufig Ups? Ja. Und jetzt brauchen wir noch den Lachs. Ups. So, Lachs. Check. Den Lachs habe ich direkt ohne Haut gekauft. Das sieht aus, als wenn da noch Haut drauf wäre. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das ohne Haut ist. Das ist das Problem bei Fisch. Ich habe ja so null Ahnung von Fisch. Das weißt du, das ist doch nix. Das können doch nur Schuppenrüberreste sein. Das funktioniert niemals mit diesem scheiß Lachs. Ja, weil du das halt auch falsch machst. Ja, natürlich mache ich das falsch, weil es kein fucking Lachsfilet gibt im Sushi-Style. Also, ein Nori-Blatt nehmen und mit einem Messer halbieren. Oh, müffelt ein bisschen. Ein Blatt sind 2 Rollen. Was? 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 Ich bin sehr gespannt, was ein Nori-Blatt ist. Wie schmeckt der Nori? Ein Eigenblatt schmeckt ein bisschen fischig, aber ist okay.
keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Als Tipp steht dabei, dass man Frischhaltefolie benutzen soll, weil das dafür sorgt, dass diese Sushi-Matte nicht so zugematscht wird. Und eine Menge abgekühlten Reis auf das Nudelblatt verteilen. Ist genug? Mehr? Ach so, so verteilen, dass das ganze Eigenblatt bedeckt ist. Hoppala. Da kann man doch bestimmt Nudelholz oder so für nehmen, oder nicht? So, also matschen tut es auf jeden Fall hier der Reis. So viel steht fest. Nun den Lachs in Stiftform schneiden und die Länge nach auf den Reis legen. Den Lachs mit Wasabi bestreichen, aber nur dünn. Ja, der Lachs, wie gesagt, also das ist echt wichtig. Lebensmittelvergiftung ist immer blöd. Der sollte halt schon richtig frisch sein. So, so. Mal jetzt einfach mal hier auf das Ding. Einen kleinen Klecks. So, nicht so viel. Okay, hätte man es nicht erst bestreichen können und dann hier drauflegen? Wäre es nicht klüger gewesen? Sieht man kaum, aber es war drauf. Holy shit. Ja. Nicht so viel drauf schmieren. Ich wette, Sushi machen ist auch wieder nichts für Jay. Ach, das ist doch alles scheiße. Wie gut es aussieht. Müssen wir das zusammenrollen? Hä, wie geht das? Hä? Hä? Jetzt habe ich das doch alles auf der Platte drauf. Hä, wie geht das? Rollen, rollen, rollen. Das ist alles nicht optimal hier. Das Ding. Okay, das ist eine Lachsrolle mit Reis drin. Ja. Das ist doch belastend. Holy shit, ist das dick. Oh Gott, da ist viel zu viel drin. So, nu? Aber das klebt leider nicht so, wie es soll. Schaut euch das an. Wie gut ist das denn? Und das sind meine ersten Makis mit Lachs. Hier stinkt's nach Seetang, hier stinkt's nach Fisch. Leute, ich hab 2. Oh, nö. Lass uns eine Pizza bestellen. Zieh weg. Vorsicht, es bricht. Beeilung. Ja, das sind auf jeden Fall üppige Brocken. Okay, dann kommt die California Roll oder Inside aus. Ein halbes Algenblatt nehmen. Bist du ein Algenblatt? Schade, dass wir heute nicht mit Sake machen. Das hätte ich mir eigentlich auch noch dabei holen können. Der hätte ganz gut gepasst. Sesam auf den Reis streuen. Über das Algenblatt mit dem Reis schlagen, andrücken und umdrehen. Was passieren denn jetzt hier für Experimente? Haha! Ich habe nämlich so ein Sushi-Paket geholt, um mir das einmal anzugucken. Das ist nämlich das Ziel. Das soll nämlich da drin sein und der Reis soll nachher außen rum. Ein wenig Mayonnaise längs auf dem Algenblatt verteilen. Darauf dann Garnelen. Okay, also Surimi gab es nicht bei mir, deswegen habe ich mich entschlossen, dafür frische Garnelen zu holen. Hätte ich vielleicht mal auftauchen lassen sollen, oder? Okay. Nur mit Hilfe der Matte zudrehen. Oh Mann, ey. Das ist meine Surimi. Na? Hast du was Schlechteres gesehen? Ja, warte. Warte. Muss man das nicht noch ein bisschen nass machen hier? Warum sagt denn das keiner? Also Sushi ist ja nichts für mich. Ich bin ja so ein Typ. Mach mal gut voll die Kiste. So? Ich kann mir das irgendwie immer noch nicht erklären, wieso. Habe ich schon wieder den gleichen Fehler gemacht. So, ne? Machen wir mal so. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Rostzwiebeln und mit der Kraft der Mayonnaise sollte der Spaß doch halten. Muss ich die nur noch schneiden. Jetzt kümmern wir uns um Nigiris. Dazu brauchen wir gar kein Rollding, denn das sind diese Reisschiffchen, wo einfach der Fisch oben drauf ist. Mit Thunfisch? Scheiße, ich habe meinen Thunfisch gekauft. Nehmen wir nochmal Lachs, macht ja nix. Ist ja der Shit. Etwas. Die Hände befeuchten, etwas Reis nehmen und diesen erst oval im Handrücken rollen. Im Handrücken? Da? Auf dem Handrücken? Hä? Guck mal hier, du bist doch prädestiniert für so ein kleines Stückchen hier, Pumps. Guck mal da, Maki, fertig. Okay. Check. Also, und gleich jetzt quasi nochmal. Mit der Garnele. Na gut, das ist nicht ganz so gut geworden, aber ich verstehe das Konzept dahinter. Hier Kamera, da Kamera, da.
Hier. Jetzt mach scharf, Mann. Eins nice ist Nigiri. Na, kommen wir mal zum Probieren. Also nehmen wir ein kleines bisschen Sojasauce und einfach mal ein so ein Stück. So. Und? Mach mal Mini-Sushi. Ganz schön viel Reis. Lecker. Oh shit! Schatz, wie findest du, sieht dieser Teller aus? Wunderbar, besonders wenn man Fisch isst. Ja, okay, du magst Sushi jetzt nicht besonders. Dazu haben wir eingelegten Ginger, wie heißt das nochmal? Ingwer. Ingwer, genau. Ich finde es lecker. Ich frage mich, was passiert ist dadurch, dass ich den Reis quasi nicht richtig vorher gewaschen habe. Ich erkenne da den großen Unterschied nicht, weil ich kein Reiskenner bin. Ich bin ganz ehrlich, vegetarisch würde ich die essen. Der Lachs macht mich kaputt. Genau, jetzt nimmt man dazwischen so ein Ingwer-Ding. Boah. Geht schon klar. Jetzt so ein Lachs-Nigiri. Eher langweilig. Oh shit, da war viel zu viel Wasabi drauf. Aber es schmeckt lecker. California Rolls mag ich in der Regel auch sehr gerne. Nehmen wir noch so eine Colorado Roll? Mega gut. Na, boah. Nee, dem ganzen Gericht, ja, würde ich jetzt 8 von 10 geben. Ja. Au. Das ist halt nice mit Thunfisch, ne? Aber es ist halt ein sauguter Thunfisch. Ich gebe 8 von 10 Seppjö. Das ist echt schön. Bekommt von mir 4 von 10 Jays. Ohne Fisch, also ohne rohen Fisch, würde ich eine 8 geben. Deswegen gebe ich nur eine 4. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Zeigt mir mal eure ersten Rollen, die ihr so gemacht habt. Mehr Spaß hatte. Ja, schnack da. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf bald hoffentlich. Haut rein. Guck mal, jetzt habe ich die noch schnell fertig gemacht. Und die sind viel besser geworden. Sushi ist geil.